Es ist eine turbulente Partie zwischen Locarno und dem FC Biel. Die Gäste müssen gerade auf 5 verletzte Verteidiger verzichten. Nichtsdestotrotz machen die Gäste von Anfang an mächtig Dampf. Da trifft der Giuseppe Morello in der 10. Minute aber nur den Pfosten. Daraufhin haben die Bieler noch gerade einen Pech. Der neue Abwehrchef Michael Siegfried überrumpelt nach einer knappen Halbstunde seinen eigenen Goalie mit dieser missglückten Abwehr. Es steht 1-0 für Locarno. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte werden die weiter anstürmenden Seeländer eiskalt ausgekontert. Der Trilon Pagarizzi verwertet einen weiten Pass gekonnt zum 2-0 Pausenresultat. Biel sucht in der zweiten Halbzeit den Anschlusstreffer und überkommt ihn dann auch. Der Bruno Martignoni holt der Gary Germann von den Beinen. Penalty für Biel. Den verwertet der Charles-André Doudin souverän. Biel hat noch 20 Minuten Zeit für einen Ausgleich. Und als hätte es so müssen kommen, gelingt den Gästen tatsächlich noch das 2-2. Allerdings erst in der 94. Minute. Der Ramon Egli ist es, der seinem Team in Extremis noch einen Punkt sichert. Und der ist nach einem spannenden Endspurt verdient.